Hallo und herzlich willkommen zum, ne Quatsch, zur FIFA 13 Ultimate Team Show. Das ist Part Nummer 4 und wir machen uns jetzt am Anfang erstmal auf die Suche nach einem Mitarbeiter, und zwar nach einem Manager mit einem 4-2-2-2 System. Ein Goldmanager hätte ich dann doch schon gerne, passt nämlich erstens mal besser hierher und lohnt sich für uns auch eher. Und damit haben wir dann schon eine bessere Chemie, und das brauchen wir ja auch. Oh, das ist Avicii. Das ist doch der der DJ da. Avicii Levels und so, ne? wir suchen einen 4-2-2-2. Wo haben wir denn einen? Trapattoni? Den hätte ich gern, aber der ist leider zu teuer, denke ich mal. Ich sag mal, ist denn keiner mit 4-2-2-2? Wer ist das? Wenger? Arsene Wenger? Ja, hopp. Da ist einer mit 4-2-2-2. Den machen wir mal auf die Beobachtungsliste. Ach. Da muss doch sonst noch einer sein. Wer ist denn das? Allegri. Allegri kenne ich gar nicht. Nochmal Allegri. Del Bosque, der ist auch ziemlich gut. Da ist schon wieder so einer. Petkovic, das gibt's doch nicht. Warum sind hier keine... Da sind so wenig. Ah, hier, Bento. Der ist aber ein bisschen zu teuer. Oh, das finde ich sau doof, dass man da die Formation nicht einstellen können kann. Das wäre sau gut, wenn man die einstellen könnte. 6000 will der haben. Und der will... Der hat 3200 bis jetzt. Matteo. Wieder Bento, auch 6000. Das nochmal der da. Wie oft gibt's denn den? Das ist immer nur derselbe. Ich hätte gern einen glänzenden in 4-2-2-2. Allerdings soll der nicht zu viel kosten. Das ist halt das Problem. Da sucht man sich ja dumm und dämlich. 1000 hat der Startpreis. Das wird eh noch mehr. Machen wir den mal auf die Beobachtungsliste. Dann müssen wir uns eben weiter durchsuchen. Da ist er schon wieder. 4-3-3. 4-1-2-1-2. Oh. Da muss man ewig suchen, bis man da mal einen ordentlichen findet. Den gibt es immer nur in 4-1-2-1-2 oder was? Den gibt es auch nur in 4-2-2-2. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Vias Bochas. Oh, Yogi Löw. Das wäre doch was, aber der ist... Oh, der ist ja sauteuer. Yogi Löw hätte ich wirklich gerne. Den werde ich mir auch irgendwann zulegen. Das weiß ich jetzt schon. Del Bosque. Nein, das kann doch nicht sein. Hier muss doch noch irgendwo guter sein. Fatih Terim ist auf jeden Fall gut. Ich habe damals nur 600 bekommen für den oder so. Ferguson. Allegri schon wieder. Petkovic. Ich habe gedacht, die gibt es wenigstens noch mit verschiedenen Aufstellungen, aber das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Die meisten haben immer dieselben Aufstellungen. Carrera, der sieht aus, als würde er noch vor längerer Zeit gespielt. Roberto Di Matteo gibt es immer nur im 4-1-2-1-2. Bojas anscheinend immer nur in dieser Aufstellung. Ansonsten findet sich hier wirklich gar nichts. Na gut, bis man da was findet, dann warten wir lieber ein bisschen. Dann gehen wir jetzt nochmal auf die Beobachtungsliste. Und der 1000, der 500 bis jetzt. Dann biete ich mal auf den und werde in der Zeit mal schauen, was ist hier los. 750 haben wir schon mal auf den geboten. Ob da noch mehr, ob das noch mehr wird, da würde ich mich natürlich drüber freuen. Aber egal, jetzt gehen wir erstmal in die Partie und spielen hier um den Aufstieg. 5 Spiele sind noch übrig und ich denke, das würden wir eigentlich schaffen. Also ich sehe da kein Problem drin. 5 Spiele, ich brauche lediglich 2 Siege oder einen Sieg und einen Unentschieden. Das müsste reichen. 2 Siege sind realistisch und dann sind wir schon in Liga 2. Spielen gegen... Gegen wen spielen wir denn? Gegen Red and Black. Jawohl. Und hier sind die Gegner. Ja,
Ja, ist zwar 100 Chemie, aber ist jetzt kein überragendes Team. Ist ungefähr so wie Mainz auch, würde ich mal behaupten. Mal ein bisschen am Mikrofon rumzetteln. Ist ungefähr so wie Mainz auch, denke ich. Von der Stärke her, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt erstmal schauen, ich stelle auf Defensiv und auf Konter. Carlinhos. Ah, der war im Abseits. Oh, hinterher. Javi Martinez. Bam! Was ein Ding! Martinez in der dritten Spielminute. 1:0. So ein Tor hat er bei mir auch noch nicht geschossen. Das war sein erstes, glaube ich, jetzt schon. Nach 4 Spielen. Geiles Ding. Schaut euch das nochmal an. Bam! In den Winkel. Jawohl, so schnell führt man hier mit einem 1:0 Vorsprung. Dieser Escudero, der gefällt mir übrigens auch ganz gut, muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht erwartet vom Silberspieler mit 71 in der linken Verteidigung, aber der ist schnell und er weiß, was er machen muss. Mit dem kann man auch gut verteidigen, also das ist wirklich ein guter Verteidiger. Gibt natürlich noch bessere, aber der gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Hat auch die passende Größe dazu, muss ich jetzt mal sagen. Weil Philipp Lahm ist mir persönlich ein bisschen zu klein, zumindest mal in FIFA. Natürlich ist er ein super Spieler. Gar kein Thema, ist einer unserer Besten. Aber was FIFA angeht, ist da noch ein bisschen Verbesserungsbedarf in der Größe. Aber wachsen wird er wahrscheinlich nicht mehr, dafür ist er ein bisschen zu alt. Außer wir können ihn bei FIFA vergrößern. Aber das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Im Sinne des Entwicklers quasi. Bonsé auf Martinez. Nein, der kommt nicht ran. Ja, Bonsé. Nein, Fehlpass. Martinez, geh ran. Na, das... Jetzt haben wir ihn. Jawohl. Nein, warum... Boah, warum knickt denn der da ein? Ich habe in die ganz andere Richtung gesteuert. Droppen ihn raus, hau das Ding raus, genau. Ja, also was auf jeden Fall schon ganz anders ist bei FIFA 13, die Freistöße kommen wesentlich weiter. Und die Abstöße vom Torwart sowieso, also die vom Boden. Also nicht die Abstöße direkt, sondern wenn der Torwart den Ball hat, dann kommt der wesentlich weiter als vorher. Ein bisschen verwunderlich, aber im Großen und Ganzen gefällt es mir eigentlich ganz gut. Dadurch, dass die Freistöße so lang sind, kann man auch mal schönere und längere, präzisere auch Flanken schlagen. Muss ich ehrlich sagen. Oh Mann! Olic, da musst du durch. Komm, den bekommen wir. Oh, der geht ja sogar ins Aus. Da brauchen wir gar keine Angst zu haben. Ist ja lächerlich. Ja, passt auf, wie der Ball jetzt fliegt. Ey, der fliegt ewig lang. Boah, geiler Pass. Olic. Nein! Der hätte fester gelupft werden müssen. Boah, der schießt genau in Aristide Bonsé rein. Ja, faul, Schiri. Da kann man auch mal faul pfeifen, ne? Also jetzt ganz ehrlich. Der haut den doch da weg. Oh, 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 oh. Oh je, schlechter Schuss. Na gut, so geht das auf jeden Fall nicht, mein Junge, ne? Drop nie wieder beim Abschluss. Oh, Pellissier. Pellissier, geiler Name. Als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich erst irgendwas mit Pissoir gelesen. Das war irgendwie komisch. Aber Pissoir passt hier nicht so ganz als Spieler. Nein, da geht doch richtig hin. Jetzt auf Bonsé. Bonsé. Olic. Nein! Der war abgefälscht. Gibt das Eckball oder... Jawohl. Vieirinha und jetzt Martinez. Martinez 2:0. Javi Martinez. Direkt mal 2 Tore. Doppelpack vom Bayern-Spieler. Der Superstar quasi in unserer Mannschaft. Der bis jetzt am meisten gekostet hat. 9.500 Münzen. Für eine Übersicht über die ganzen Spieler, die ich momentan habe, da könnt ihr nochmal oben links auf Part Nummer 3 klicken. Da habe ich euch eine komplette Übersicht angefertigt der ganzen Mannschaft, die ich momentan besitze. Und habe dann mal so ein bisschen die Eigenschaften, die Torschützen so aufgelistet. War schon ziemlich interessant, das mal zu sehen. Wenn euch das auch interessiert, dann schaut es euch einfach an, ne? Oh, der war im Abseits, glaube ich. Nein, war er doch nicht. Aber war... Oh, Bossé, wieder hin. Wieder hin, hol dir den. Mist. Nein!
Foul, Schiri. Da darfst du auch mal pfeifen, Junge. Gut, 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 gut. Martinez. Oh. Das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben gewesen, wenn der noch drin gewesen wäre. Nein, hol dir doch das Ding. Das gibt's doch nicht. Da hättest du nur deine Fühler ausstrecken müssen, Junge. Die Moschstuck, der greift da direkt richtig durch. Richtig hart. Das ist ein harter Junge. Martinez, da macht doch einen ordentlichen Ball. Nein! Jawohl, Escudero geht dazwischen. Der Kerl, der gefällt mir richtig gut. Oh, wieder hin, wieder hin, wieder hin. Heinal. Heiner, lass dich nicht typieren, Junge. Escudero hinterher. Nein, nein, nein. Ah. Nochmal hin, nochmal hin. Nochmal. Nein. Oh, gut so. Jaroslav Drobny. Super gehalten. Kann man nicht anders sagen. Oh, der geht drüber. Ja, bis jetzt so die ersten Chancen vom Gegner sind eigentlich nicht so überragend. Es ist jetzt gleich Halbzeit. Es steht 2:0 für uns. Und wir können eigentlich mal davon ausgehen, dass wir die Partie dann auch gewinnen. Ich hoffe zumindest mal. Oh, jetzt ein lockerer Ball auf Tamás Scheinal. Tamás Scheinal in die Mitte, da steht Olic, Olic. Ach, schade. Ein guter Kopfball, aber leider etwas zu sanft. Also er hat gedacht, wir können den Torwart warm streicheln oder so. Wir wissen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er noch nicht ganz warm. Hat gedacht, schießen wir den mal warm. Hat er vom Training ein bisschen zu wenig gemacht. Geh hin, geh hin. Schmiedebach. Gefällt mir auch gut. Olic. Ach, Mist. Olic, Olic, Olic. Olic, 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 Olic. Ball auf Irinja. Olic. Ponce. Tamás Scheinal. Tamás Scheinal. Ah! Ich wollte eigentlich schon längst geschossen haben, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Ah, gut so. Halbzeit pfiff, 2:0 Führung zur Pause. Doppelpark Javi Martinez. Das ist schon mal eine richtig gute Partie. Gefällt mir richtig gut, dass es jetzt 2:0 steht. Und vor allem, dass Martinez die 2 Tore geschossen hat. Heinal werden wir erstmal auswechseln, werden wir Cabral bringen. Und Bonce werden wir auch ersetzen durch Scott Sinclair. So, auf geht's. Spiel fortsetzen. Die 2 bringe ich meistens zur Halbzeit, weil dann wird die Chemie nicht beeinträchtigt und außerdem genau sind die 2 auch noch gute Joker, die bringen sich immer gut ins Spiel ein und die gefallen mir auch richtig gut. Vierinha, verliert doch nicht den Ball da. Oh, Torwart, 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 Drobny. Oh, wie springt denn der da rein? Aber es hat irgendwie noch gereicht. Alter, mein Fuß ist eingeschlafen auf jeden Fall. Mein Fuß ist eingeschlafen, jetzt mal so, aber so richtig. Ich merke den nicht mehr. Das ist irgendwie geil. Oh, Sinclair, was machst du da? Nee, 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 nee. Nein, den haben wir abgeblockt. Gut so. Ach, das ist doch scheiße. Jetzt haben wir ihn. Ah, auch kein guter Ball. Jetzt aber auf Vierin. Oh, der kommt gar nicht so weit. Sinclair hinterher. Den haben wir. Ach Mist, der kommt ja auch überall ran hier. Timoschuk. Ah. Schade, nicht ganz durchgekommen der Ball, aber ich glaube, der wäre trotzdem zu langsam gewesen, um da noch dran zu... Oh, Olic. Olic. Olic, Sinclair, geh doch drauf zu, Mensch. Jetzt aber. Sinclair, nein. Ach Mensch. Das gibt's doch nicht. Ja, den haben wir nochmal. Oh, und nochmal Fehlpass. Vierinha, Martinez.
Holic. Jetzt Flanke in die Mitte. Nein, direkt auf den Torwart. Dann zieh die doch weiter nach innen, nach außen. Ach, Mist. Pelissier, das Pissoir. Oh, gut aufgepasst von Timo Schuk. Nein, da war er am Abseits. Brauchen wir gar nicht erst hinzugehen. Dann bleib doch weg. Mensch, dann geht das Spiel auch weiter. Die Spielunterbrechungen bei sowas gehen mir irgendwie auf den Keks. Weil er könnte genauso gerne einfach vom Ball weglaufen. Was macht denn der da? Was spielt denn der da für Bälle? Also zwingend nach vorne ist er jetzt eigentlich nicht so gerade. Er strengt sich irgendwie gar nicht richtig an, habe ich das Gefühl. Oder er ist einfach nicht besser. Ah, komm, gib Gas, Junge. Schade. Da ist ja keiner. Wo sind wir, Vieirinha? Der steht da hinten, der lässt sich Zeit. Ja, klar. Was macht der? Oh, der ist verletzt. Der ist zu viel gelaufen, der Junge. Oh, 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 oh. Ah, gut so von Trapni. Die anderen zwei liegen da noch immer am Boden. Aber ich glaube nicht, dass die was haben. Schmiedebach. Flanke in die Mitte, da steht Sinclair. Och, schade. Sinclair, Sinclair, Sinclair. Geiler Name. Wenn man den ganz... Sagt den mal. Also, ihr seid jetzt hier vorm Video und ich sag euch jetzt, sagt Sinclair, 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 Sinclair mal ganz, ganz oft nacheinander. Ich bin mal gespannt, was da für ein Wort rauskommt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was bei euch dann für ein Wort rauskommt. Cabral. Oh, Mann. Oh, der Schiri hat dieselben Farben wie der Gegner. Das ist schon bitter für die. Oh, der geht durch. Den haben wir noch. Sinclair. Oh, jetzt aber. Bam, da ist das Ding drin. Manuel Schmiedebach. Yeehaw. Bap. Der nasse Sack war das da. Der Sandsack oder war das der nasse Sack? Eins von beiden. Auf jeden Fall nenne ich die eh immer so. Schmiedebach, gut aufgepasst, guter Abstauber. Wie ich bei Alle gegen Alle immer. Warte, wie heißt das? Mini-WM, genau. Mini-WM, ja, da war ich immer der beste Abstauber, glaube ich. Oh, der kann auch nicht mehr, wie er da steht. Drobny, wieder mit dem Abschlag. 3:0 nach 80 Minuten, da sollte jetzt nichts mehr anbrennen. Würde mich auch wundern, wenn... Dann sind wir unserem Ziel, dem Aufstieg, schon ganz, ganz nahe. Und dann sind wir auch in Liga 2. Das wäre ziemlich schön. Und dann können wir uns bald auch mal an den Online-Modus begeben. Oh, da hat er noch ein Tor geschossen. Noch ein Ehrentreffer. Was macht er denn jetzt? Na, dann wechsle ich auch noch gerade mal. Den Online-Modus wollte ich ja auch noch spielen. Einfach nur, um auch dort wieder irgendwie aktiv zu sein. Damit ich da auch nochmal in die höheren Ligen aufsteigen kann. Bei FIFA 12 habe ich es ja jetzt gerade noch in Liga 1 gepackt, endlich mal. Und ansonsten, FIFA 13 sollte man auch schon packen, dann in Liga 1. Was ist jetzt los? Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt erstmal hier im Ultimate Team in Liga 1 aufsteige, dass ich dementsprechend dann auch irgendwie Münzen sammle und auch dann endlich mal gute Packs ziehe irgendwann. Vor allem hoffe ich mal auf irgendeine Happy Hour. In der ich dann mehrere Packs ziehen kann. Und natürlich auf meine FIFA-Points, die irgendwann mal aktiviert werden sollten, weil ich wollte ja schon längst ein Pack-Opening gemacht haben mit den FIFA-Points. Aber leider ist es ja noch nicht geschehen. Die FIFA-Points sollten hoffentlich irgendwann mal aktiviert werden. Zwischendurch ging es ja mal kurz, aber momentan sind die irgendwie wieder ausgeschaltet. Ich glaube, die haben eh zu viele Probleme momentan, EA. Und da ist es klar, dass da jetzt erstmal nichts passiert. Ach, schade. Der war nicht fest genug. 88. Spielminute. Timo Schuk.
Virinha, zieh doch vorbei, Junge. Ja, oh, Einwurf für den Gegner, das kann aber jetzt auch nicht sein, ne? Der war doch noch dran. Zumindest mal hat es so ausgesehen. Kalinius, du bist schnell genug dafür. Nein! So darf man doch den Ball jetzt nicht verlieren. Egal, Caporal hat ihn. Machen wir den mal nass. Oh, und da ist rum. So schnell kann das gehen. Die 90. Minute ist vorbei. Abpfiff, 3:1 heißt am Ende für uns. Zweimal Martinez, einmal Schmiedebach, also dreimal die defensiven Mittelfeldspieler. Dementsprechend war auch Javi Martinez der Spieler des Tages. Ist auch, also Olic war auch gut dabei mit einer 8,0 und Schmiedebach mit einer 8,4. Ansonsten können wir das Spiel jetzt erstmal abhaken. Haben wir wieder 1556 Münzen dazu verdient und sind jetzt nur noch 2 Punkte vom Ligatitel entfernt. Also ich denke, nächstes Spiel, wenn wir das gewinnen, sind wir soweit und sind dann auch in Liga 2 dementsprechend. Dann haben wir auch wieder dementsprechend mehr Münzen. Jetzt erstmal noch, damit die Leute es sehen, also damit ihr es seht, ich kann ja hier noch im EASFC, so nennt sich das, hier, EASFC, genau, im EA Sports Football Club ein verfügbares Objekt aktivieren, also ich schaue mich nach verfügbaren Objekten um und gehe auf Ultimate Team. Da kann man nämlich diesen Münzenboost aktivieren, den habe ich hier jetzt auch schon aktiviert. Und jetzt schaut mal, ob ich hier noch einen habe. Hier, Münzenboost 200 mal 15. Oh, das ist leider nicht mehr so viel. Größerer Tauschstapel. Teamname ändern. Münzenboost. Noch einer 200 mal 10. Und was haben wir hier noch? Auch ein Münzenboost mit 200 mal 5. Dann gehen wir erstmal, also ich hoffe, dass ich irgendwann in 51 bis 60 aufsteige. Oh ne, 59 brauche ich für den nächsten Münzenboost. Aber das bringt auch nichts mehr, der hat genau dieselbe Höhe. 1000 mal 5 hatte ich eben aktiviert. Und jetzt sind wir bei 200 mal 15. Naja gut, das ist zwar nicht mehr so viel, aber immerhin etwas, sagen wir es mal so. Was haben wir noch für Boosts? Im Besitz. Online. Ein Online-Boost. Gehen wir auf 41 bis 50. Saisons-Extraspiel. Das ist auf jeden Fall immer was Gutes. Da kannst du noch ein Extraspiel machen, damit du nicht absteigst. Sieg bei Saisons. Du brauchst unbedingt einen Sieg. Geil, man kann einfach einen Sieg einlösen. Quasi, wenn man jetzt in Liga 2 ist und ein Sieg fehlt, dann löst man den ein und schon hat man 3 Punkte mehr. Das ist eigentlich super gemacht von EA. Also finde ich echt klasse, dass die auch jetzt sowas eingeführt haben. Ist auf jeden Fall was Schönes, kann man nur so sagen, ne? So, Torjubel, Liegestütz oder Salutieren. Ich könnte mich ja noch nach anderen Torjubeln umschauen. V. Pitbull. Mach ich mal. Pitbull. Da mache ich den... Schaue ich mir mal an, wie der gemacht wird. Und zwar hier im... Ne, wo kann man den nochmal anschauen? Mein FIFA 13. Profil? Nein, auch nicht. Ah, wo ist denn hier das? Einstellung, genau. Steuerung, Steuerungshilfe und zwar... Och Mensch. Steuerung und zwar die Steuerungshilfe bei Jubeln. Schaue ich mir jetzt mal an. Pitbull. ESC. Muskelmann. Yeah. Rasenküssen. Auch nicht schlecht. Moonwalk. V. Pitbull. RB und B. Okay, bin ich mal gespannt. Ey, da sind schon geile Sachen dabei. Der Wurm. Also, warum immer ich, finde ich auch interessant. Aber erstmal machen wir den Pitbull, das ist RB, B. Genau, okay. Dann sage ich jetzt erstmal auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, ne? Ach so, Quatsch, stopp. Wir gehen noch einmal schnell hier, Angebot. Wir haben ja hier auf was geboten. Nee, doch, haben wir. Der ist abgelaufen, Mist. Nein! Dann müssen wir wohl auf ihn bieten hier. 1000. Ja, mach, oh, der spielt 2000. Dann bieten wir eben auf den, der dauert noch eine Stunde, 18 Minuten. Bieten kann man ja immer mal, nicht wahr? So, also, bis zum nächsten Mal, euer Alex, auf Wiedersehen.